Wenn ein Deutscher den Islam annimmt, der muss nicht alles Deutsch vergessen. Und er fängt an, auch vielleicht mit Akzent zu sprechen. Und er vergisst die Sprache. Du bist Deutsch, kein Problem. Du bist Deutsch, du bist Arabisch, du bist Türkisch, du bist Kurdisch, kein Problem. Aber du darfst nicht überheblich sein und du darfst nicht nationalistisch werden. Ob du Türke oder Kurde, ob du Araber oder Deutscher, Amerikaner oder Europäer, ist egal. Asiate oder Afrikaner, ist egal in diesem Zusammenhang. Sondern du bist ein Muslim und der versucht, den Islam zu praktizieren, richtig zu praktizieren. Und das ist die Sache. Deshalb, deine Tradition, die nicht gegen den Islam ist, ist es überhaupt kein Problem. Aber die Tradition, die speziell für die Kuffar ist und gegen den Islam ist, dann musst du aufpassen. والله تعالى على العالم.